Ein großer LKW, MAN, 249.900 Euro, Morelo Palace 95 MB als Alkoven. Die Besonderheit hier, wirklich ein fast durchgehendes Dach. Wir können uns das ja mal kurz anschauen, denn bei Wohnwagen Vogt, da sehe ich wirklich Modelle, die du so oder so ähnlich nicht so oft zu Gesicht bekommst, denn das ist wirklich ein großes Alkovenmodell und wir können es gleich mal innen anschauen. Auch hier wieder der Werterhalt ist hier beweisbar bei diesen Modellen. Stefan Buhr von Hallo. Wohnwagen Vogt. Hi, hi. Schönes Auto. Wo kommt der her? Der kommt aus Deutschland. Der kommt von einem Vorbesitzer. Von einem Vorbesitzer. Du bist wirklich auf der Pirsch. Du wie so ein. Aber der letzte hat jetzt, glaube ich, 5 Jahre gehabt. So, ist er. Baujahr, was haben wir? Das hier ist ein Euro 6 Fahrzeug, schon ein Modell 2015. Überleg mal, das siehst du dem Auto nicht direkt an. MAN ist drunter, das heißt ein LKW, der gebaut ist für Laufleistungen jenseits der 500. Ja, das ist ein richtig großer hier unten drunter schon. Das ist ein 6,9 Liter, das ist ein 10-Tonner mit 250 PS. Der ist wirklich für viele Kilometer Laufleistung gebaut, der Wagen. Der hat natürlich einige Dinge, die du auf der 7,5-Tonnen-Klasse nicht extra wählen musst. Der hat die breite Spur, hat er mit drin, in Serie. Hier ist nichts groß verbreitert worden, nehme ich an, oder ist hier noch irgendwas verbreitert worden? Nein, das ist die große Spur, 2,50 Meter Aufbaubreite bei dem Fahrzeug. Er ist eben voller Liner auf dem MAN-Basischassis als Alkoven. Ganz tolles Fahrzeug. So, und der steht noch nicht so lange hier, kann man auch direkt den Leuten sagen, denn wir drehen heute am 16. Februar 2023. Hier siehst du sehr schön Laufleistung. Was hat er runter? 56.000 Kilometer darunter. In diesem Jahr? In seiner Allgemeinheit. Das Schild rechts nebendran, naja, das ist eben ein Finanzierungsbeispiel. Aber die Daten, wahrscheinlich interessieren die technischen Daten mehr, was der Wagen hat. Zusammengefasst, er hat fast alles, bis auf den Gastank, den man natürlich nachrüsten könnte. Ja, leider hat er keine Zuladungsreserven mehr, ist komplett ausgereizt. Ja genau, als 10-Tonner hat man leider Gottes, darf man nur noch einmal Spaghetti Carbonara mitnehmen. Nein, 2 Tonnen haben wir Zuladung. Das, 2 Tonnen? Das ist natürlich absolut top für mal ein halbes Jahr am Stück auf der Straße zu sein. So, hier haben wir uns noch einen anderen, einen Cruiser, einen Concorde, den haben wir eben gezeigt. Genau. Gibt es ein eigenes Video zu, wenn ihr an dem Interesse habt. Kostet dasselbe, ist halt nur auf 7,49 Tonnen, respektive auf 7,8 Tonnen. Hier hat man einen 10-Tonner, wenn man eh den 2er hat. Sag mal, Stefan, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her lohnt sich doch schon, einen LKW-Führerschein zu machen, oder? Für mich schon. Ich meine, ich habe einen LKW-Führerschein. Viele Leute sträuben sich davor, einen LKW-Führerschein zu machen, nur die Jahrgänge vor, die geboren sind nach 1981, die müssen eh einen LKW-Führerschein machen für alles, was mehr als 3,5 Tonnen hat. Und genauso ist es auch, wenn jemand heute ein Boot fahren will, muss er einen Bootsführerschein machen. Also von dem her, macht einen LKW-Führerschein, das bringt auch was. Stefan, du musst nicht so nah ans Mikro gehen. Deswegen, ich halte es mal weiter runter, kommst immer. Ich zeig das mal gerade, wo wir gerade stehen. Du bist hier in Burbach. Ja, wir stehen hier voll an der Straße. Ne? Und du bist jetzt schon wie lange hier in Burbach, Zeit deines Lebens eigentlich? Oder weil jetzt zieht demnächst um, hast du so ein bisschen weinendes und lachendes Auge? Ja, natürlich, lachendes und weinendes Auge ist dabei. Ich komme zwar selbst nicht aus Burbach, sondern aus dem Kreis Saarlouis. Aber wir sind ja hier im Betrieb schon seit über 60 Jahren, in dem Standort, da gab es mich noch nicht. Und von dem her kenne ich das schon von Kindesalter an. So, er hat noch das, ich nenne es mal das Heck Modelltypung 2, ja. Denn beziehungsweise 1, das 1er Heck und das 2er Heck waren ja nahezu identisch, was drauf ist, aber es ist von hinten gar nicht zu erkennen, was vorne ist. Ja. Ist das jetzt ein, ich sag mal, ein kleinerer, ein größerer? Man wird es wahrscheinlich erkennen an der Höhe, denn aufgrund der Reifen, der hat jetzt nicht die ganz großen Reifen, sondern er hat die Nahverkehrsreifen drauf. Richtig, genau. Das ist jetzt die mittlere Größe. Das ist 17,5 oder? 17,5 Zoll sein, ja. 17,5 Zoll ist mit drauf. Er hat die Edelstahl Zierfelgen von Jumbo. Ja, die sehen natürlich richtig gut aus. Also generell so ein Tiefbett sieht immer viel edler aus noch. Macht meiner Meinung nach mehr daher als eine Alufelge sogar. Es ist ein echter Morelo, wie man das kennt. Also hier ist das Elektro-Einspeisefach hier mit drin. Hast du fachmännisch jetzt natürlich nicht von unten zugespeist, ja, sondern die Schnelllösung, die wir haben. Das Ganze war früher schon elektrisch. Das Heck, mach mal bitte auf. Da muss ich erstmal einen Schalter betätigen. So, der Schalter, aber ich glaube, es ist auf. Guck mal. Ja, der können wir mal probieren. Einfach, genau, halt mal gedrückt. Naja, haben wir einen Schalter. Du hast recht. Er hat recht.
Ich habe Unrecht. Also das ist das Heck. Originalaufkleber sind noch mit drauf. Die sehen auch noch gut aus. Also sag mal, Stefan, allzu viel UV hat der nicht abbekommen, oder? Der hier. Allzu viel UV nicht abbekommen. Und der Vorbesitzer, der hat das auch wirklich gehegt und gepflegt. Der hat das Fahrzeug wirklich, bevor er es uns abgegeben hat, noch einmal zum Aufbereiter bringen lassen und hat das dann einfach gesagt, das ist sein Stil, so wie er das macht, und hat ihn selber noch einmal aufbereiten lassen. Jetzt sind natürlich ein paar Regenstreifen dran. Also liebe Leute, wenn ihr ein Fahrzeug habt, egal was, dann meldet es beim Stefan Buhr in Saarbrücken, denn er ist einer der wirklich ganz professionellen Aufkäufer. Hier hast du dann nochmal eine Kupplung mit dabei. Das Coole ist, die Kunden bekommen bei dir das Rundum-Sorglos-Paket. Du machst, also guckst dir die Autos an. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der kann im Kundenauftrag verkauft werden. Das geht auch schon mal? Eher selten, aber es gibt es auch schon mal, wenn jemand aufhört und sagt, er möchte den Wagen im Kundenauftrag verkaufen lassen. Ansonsten kauft man die Fahrzeuge aber auch direkt an. So, ihr kauft das direkt an. Die Kaufentscheidung dauert das Jahre oder bei dir, wenn ich das Fahrzeug vorstelle, bis du sagst, das zahle ich dafür? Ja, meistens irgendwo zwischen einer Woche und vier Wochen, ne? Manchmal auch einen Tag. Du kommst auch vorbei zum Kunden auf Wunsch. Also das heißt, die Kunden, die können zum Beispiel Fotos dir schicken, die können die Beschreibung schicken, du fährst dann dahin, guckst das Auto auch mal an. Du meinst jetzt die Kaufentscheidung? Die Kaufentscheidung für dich. Wenn ich es kaufe, okay, ja. Das geht relativ unkompliziert. Meist wird erstmal mit Fotos gearbeitet, mit Beschreibung, telefoniert und dann wird sich das Fahrzeug auch einmal angeschaut. Ja, ich überlege mal, es gibt ja die einen oder anderen, die sagen, hey, ich höre vielleicht auf mit dem Hobby, ich kaufe ein kleineres Fahrzeug oder ein größeres Fahrzeug. Man kann, also du suchst ganz gezielt Fahrzeuge europaweit bis hier drauf. Der hier kam aus Deutschland jetzt. Ja, genau, der war in Deutschland zugelassen, ja. So, die haben ja über Mund-zu-Mund-Empfehlung kam das Ganze über einen Zufall. Die Campingbranche ist sehr klein und derjenige, der es gekauft hat, der hat sich in Morelo einer der ganz wenigen Alkoven auf Ateco gekauft und dann habe ich seinen Wagen dann hier übernommen. So, und was ist das hier? Das ist so eine Werkzeugkiste? Die steht da frei drin, oder? Die sind einfach mitgegeben. Die stehen frei drin. Okay, da vorne ist noch eine Schublade. Was kann die? Zeig mal. Kurz mal gucken. Ich kenne die noch nicht, die Schublade. Die ist bei mir. Die ist einfach. Hat sich ergeben. Das ist ja normalerweise ein offenes Fach. Links und rechts hat er jetzt Schubladen. Ist, denke ich, ganz praktisch für ein paar Sachen zu verstauen. So, hier sind übrigens im Regelfall Elektrobatterien und so weiter ist hier drunter. Das können wir uns irgendwann mal angucken. Der Kunde, der eh vorbeikommt, der kann das Auto auch noch mal auf Herz und Nieren noch mal sehen. Genau, die Batterien sind jetzt Standard-AGM-Batterien. Bei dem Wagen wäre jetzt schon zu überlegen, ob man das Ganze umrüstet auf neue Batterien aufgrund des Alters. Das wäre schon legitim. Ne? So, die Wohnraumteppiche, die sind auch dabei. Einfach eingerollt hier drin, die gehören dazu. Die legen wir jetzt nicht aus, ansonsten machen wir sie ja dreckig. So, was haben wir hier? Auch nochmal ein Staufach. Optimal für Schuhe, finde ich immer an der Stelle, ja, weil hier direkt der Eingang ist auf der Seite. Und dann kann man die Runde komplett rundherum machen, bevor wir reingehen noch? Können wir gerne machen. Hier vorne so Kleinigkeiten, die werden auch ausgebessert. Also wenn noch was fehlt. Ist ja absichtlich dann in dem Moment jetzt abgemacht worden, weil scheinbar jemand den Code nicht kannte und ist dann eben durchs Fahrerhaus reingegangen und hier wieder raus. Aber man kann natürlich über den Türcode das Ganze nutzen und so sieht man aber jetzt auch mal, wie so eine Notentriegelung aussieht. Also keine Angst, dass man sich einschließt im Fahrzeug, man kommt auch wieder raus. Also die Notentriegelung, die ist auch gekennzeichnet, muss man sagen. Ja. Viele reißen auch da dran. Die liegt da. So. Und das ist hier mit drin, sodass viele machen zum Öffnen des Fahrzeuges, ziehen die an dieser Stelle. Das habe ich übrigens auch gemacht am Anfang. Ja. Das macht auch nichts, die geht auch ab, die geht auch wieder dran. Okay, das hat wahrscheinlich sein Grund, dass sie auch ist. Hat wirklich jemand dran gezogen? Du hast genau richtig, hat scheinbar wirklich jemand dran gezogen. Also müssen wir hinten die Klipse nochmal neu machen. Okay, also Fahrzeug, egal was ihr seht, was noch Kleinigkeiten sind oder irgendwas sein können, wird bei der Übergabe komplett nochmal gecheckt mit allen drum und dran. Du gibst ein Jahr Garantie auf das Auto, genau. Also auf alles, was drauf ist. Genau. Unfallfrei, das Auto? Fahrzeug ist unfallfrei, ja. Unfallfrei. So, hier ist der Dieseltank übrigens. Der liegt der Eingang. Runter, unter der Schürze, ja. Was hat der an Volumen? Wir haben mal drunter geguckt, also mindestens 200 Liter. Die genaue Summe muss ich auch noch nachgucken. Aus Litern? Die hat er nicht. Zwischen 200 und 250 Litern. Okay, alles klar. So, dann ist das ein starker Motor. Ist das der kleine Motor, große Motor? Nee, das ist schon der große Motor. Der 7 Liter? Genau. So, hier, was haben wir hier? Da hast du dann eben das große Doppelbodenfach mit Durchlade, da kannst du deine Ski durchladen oder egal was. Ah, bis hinten hin. Bis auf die andere Seite ist das ja. Breite 250?
Von der Fahrzeugbreite 2,50 Meter, ja. Also 2,50 Meter, das heißt, wir werden gleich ein kleines Wunder sehen im Innenraum. Das macht natürlich, Bugspiegel sind hier mit dabei. Du hast hier vorne noch ein kleines Extra. Was ist das hier? Ist das hier eine Lampe? Oder ist das eine Kamera? Ich guck mal gerade. Das ist von der Vision. Ich habe vorne eine 360-Grad-Kamera angebaut. Und das hier, jetzt gucken wir mal gerade. Das könnte eine Kamera sein mit eingebauter Beleuchtung, oder? Das müsste so sein, ja. Aber da muss ich passen, habe ich selber nicht gesehen. Also wenn es auf der anderen Seite auch ist, dann werden wir es gleich mal sehen. Ja, ist auch. Also das hier ist wohl eine 360-Grad-Kamera, die drin ist. Ja, die ist auch oben eingebaut. Ich zeige euch gerade mal. Also das ist ein Teil. Hier oben ist der weitere Teil von der 360. Er hat natürlich rahmenlose, er hat Fenster, die rahmenbündig sind. mit dem Fahrzeug bündig, rahmenlose Fenster. Der war gut. So, hier, was ist hier? Gas? Gasflasche, ja. Ah, dann Tank? Gastank ist das Einzige, was er noch nicht hat. Bis wir mal eine Gasflasche mal angemacht, damit du im Warmen hier dich gleich dann aufhältst. So, und du hast ja auch dran gemacht. Sie ist im Betrieb, ne? Sieht man schon hier die Reaktionskälte. Aber der Gastank hätte einen Platz. Zum Beispiel an der Stelle hier müssen wir was umbauen. Hier ist nämlich aktuell, sind nämlich hier noch Gefächer. Aber das wäre auch ohne weiteres möglich, für das umzubauen, für den Gastank auch noch einzusetzen dann hier. Also das Nachrüsten ist kein Problem bei euch. So, der hat ja einen Festtank, eine Festtanktoilette. Ja, richtig, der hat Festtanktoilette. Ja. Ist wahrscheinlich die Entsorgung hier drüber, gell? Ja. Ja, es hat sich so viel gar nicht geändert. Eine EP-Hubstützenanlage ist drin. Richtig, korrekt. Ist schön warm. Das merke ich gerade. Hier ist Abwasser und Toilette. Das Ganze also mit zwei Festtanks mit drin, Druckwasserpumpe, okay. Eine Umpumpfunktion hat er, guck mal. Da vorne, also wenn du das mal gerade beschreibst, was sie kann. Du kannst in dem Moment praktisch das Abwasser kannst du eben nochmal durch einen Schwarzwassertank dann durchpumpen. Dann kannst du, wenn du keinen Schlauch zur Verfügung hast, kannst du den Tank ein bisschen mehr reinigen dann auch dann. Okay. So, das heißt. Oder eben auch, wenn du mehr duschst, wie auf die Toilette gehst, hast eben. Kannst du das Abwasser eben in einen Schwarzwassertank umtanken und du hast einfach mehr Kapazität dadurch. Das verlängert dann teilweise die Standdauer, wo man ist. So, vorne ist noch ein kleiner Heizkörper drin von der Alte. Das ist übrigens kein Nachteil, wenn der jetzt leicht beschädigt ist hier vorne. Da passiert nichts, denn das wird nur umströmt. Denn hier vorne ist eine Außendusche mit drin. Und das Ganze ist mit einer Warmwasser, Fußbodenheizung von Alde drin, sind übrigens alle. Da vorne ist das Alde Logo. Dann hat er mit drin eine Beleuchtungsanlage. Ob die, ja, genau. Die kam wahrscheinlich ab Werk oder habt ihr nachgemacht? Nee, also wir haben es nicht nachgerüstet. Wir haben diese Art und Weise zwar schon oft nachgerüstet, aber das haben wir nicht gemacht dieses Mal. Aber es ist ja sehr sinnvoll, das Ganze. Warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir mal kurz gucken, wie groß. Der ist so groß, wir kriegen gar nicht drauf. Der ist 9,50 Meter. 9,50 Meter. Also unter 10 Meter, sehr beliebt, die Größe, weil damit kommst du noch einigermaßen auf alle Plätze. Ne? Mhm. Boah, wir sehen gleich im Wohnraum, da haben wir richtig Platz drin in dem Wagen. Das ist eben schon ein typischer Wagen, der wird genutzt, um ein halbes Jahr in dem Fahrzeug dann auch dann mit zu verbringen, sodass man dann in Spanien überwintert, dein Kopf. Du hast noch darauf gewartet, dass ich hier gegen den Spiegel renne. So, wir gehen mal rein. Gucken Sie. Jetzt bin ich mal echt gespannt, weil ich war vorher noch nicht drin. Das Fahrerhaus, das können wir uns ja gleich mal anschauen, das ist nämlich komplett getrennt. Und wenn du aufmachst, kommt einem schon diese mollige Wärme entgegen von der Alde. Die war jetzt nur ein Stück weit im Betrieb. EP-Hubstützenanlage ist hier unten. Das heißt, wir können ihn also automatisch nivellieren. Der Alphatronics ist drin, den kenne ich noch aus meinem Loft. Ich hatte mal einen 78 FX und da war genau diese Kombination aus dem kleinen Bose-Würfel und dem Alphatronics mit drin. Ich habe es geliebt, weil ich jetzt nicht der. Gut, die 2,50 Meter Breite, die tun dem Auto richtig gut. Wenn du gerade die Tür zumachst, bitte, Stefan, wegen den Geräuschen. Und hier sieht er einen kleinen Unterschied. Also, wer sich ein bisschen auskennt, was ich sag mal, Morello geändert hat, war die Form der Klappen. Aber die hier haben natürlich den Vorteil, die schaffen mehr Raum. Ja, du kennst ja die Fahrzeuge gut und dir fällt es eben auf. Es wird, glaube ich, sonst kaum auffallen. Ja, vielleicht die Möbelfarbe noch ein klein wenig. Warte mal gerade. Also, wenn du mal gerade zu mir kommst, bitte, ja. Stefan, sag mal gerade so lieb, dann schieße ich mal gerade in den Raum rein. Das solltest du mal sehen. Also, du hast einen ganz großen Innenraum hier mit drin. Du hast hier den großen Vorteil, dass du, ich sag mal, hier in der Lage bist,
mit mehreren Personen zu verreisen, ohne dass der eine dem anderen irgendwie auf die Füße tritt. Also das ist auch nochmal ein großer Vorteil, den du hier hast. Und ich sag mal, der Raum, das Raumgefühl in einem Alkoven, der so ist, wie er jetzt hier ist, der ist quasi nicht beschreibbar für Leute, die im ganz normalen Liner drin sind, der vorne oder hinten oder irgendwas, ich sag mal, vom Fahrerhaus noch zu sehen hat. Hier hast du das ganze Polster schon mal aufgelegt. Wenn man die Tür gleich schließt, wird man sehen, das ist das Fahrerhaus. Hier ist der MAN, der natürlich für viele auch ein Traum ist. Gerade der MAN ist ein sehr beliebtes Nutzfahrzeug, das ja, für viele eigentlich kompromisslos ist. Also viele sagen, also nichts gegen Iveco oder so, aber der MAN oder der Mercedes, aber hauptsächlich der MAN. Warum ist das so? Was ist dieser Mythos MAN? Ich weiß nicht, so dieses Trucker-Ding, ne? Wenn man eben auf der Autobahn so ein MAN, der macht einfach richtig was daher. So deutsche Qualität, toller LKW. Aber wirklich ein Ding, das ist wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre wird er noch fahren, ne? Mit Sicherheit wird er das tun, ja. Du siehst ja heute schon die ganzen Wagen, die Anfang der 2000er gebaut worden sind. Da siehst du ja manchmal bei den Wagen nicht, ob die von 2000 sind oder 2010. Und die fahren heute immer noch rum. Wir verkaufen die Fahrzeuge ja auch immer noch, wenn die so alt sind. Und die kosten ja immer noch im sechsstelligen Bereich, die Fahrzeuge aus den Altern. Das ist schön. Der ist rauchfrei, so viel kann ich schon mal sagen. Also hier war kein Raucher drin. Dann hast du hier das große Alkovenbett, das natürlich, gerade wenn du unterwegs bist mit zwei Personen, die getrennt schlafen möchten oder mit vier Personen, das hier ist eigentlich das Familienauto oder sag mal, wenn du Enkel oder irgendwas mitnimmst, pass auf deinen Kopf. Ja, hast du schon gesehen. Das ist ein typisches Der Running Gag gerade eben mit dem Spiegel. Hast aber erwartet, dass ich gegenlaufe, oder? Hast du mich nee, ich habe dich ja ausgebremst. Aber du warst so voller Euphorie, weil dein Gimbal hier, du wolltest praktisch schon losrennen, um zu gucken, wie das im Kinoeffekt aussieht. Ja, du darfst es mal zurückbauen. Beim Schlafen. Also wenn ich, oder wenn das ist eben der Schnarcherwagen. Einer benutzt das große Queensbett und der andere schlaft vorne und hat dann eben noch zwei Schiebetüren dazwischen zu. Dafür ist der Wagen natürlich auch prächtig geeignet. Also ich habe schon gesehen, eine Camos 360-Grad-Kamera ist mit drin. Das ist auch ein beliebtes Extra. Zwar regnet das gerade, Stefan. Es regnet, Sven, ja. Das war gar nicht angekündigt. Nein, das war nicht geplant. Ah, wir filmen weiter. Aber schön, ne? Mit dem Regengeräusch immer im Wohnmobil. Ja, ich finde, das hat was. So, und jetzt kannst du hier zubauen und damit ist das Fahrerhaus komplett weg. Ruhig mal reinsetzen, Stefan. Dass du mal in die Ecke reingehst, dass man mal sieht. Also das ist Stefan jetzt mal entspannt. So sieht übrigens sein Alltag aus, muss man sagen, meistens. Denn er hat ein gutes Team. Rund 70 Leute sind hier, drei Meister. Und eigentlich, du brauchst eigentlich nur hier ein bisschen die Videos zu drehen. Und ansonsten, nee, ich glaube, die Wahrheit sieht anders aus. Das wäre schön, ja. Nee, wir sind ganz hemdsärmlich. Wir kommen morgens auf die Arbeit, gehen abends. Wir arbeiten mit und sind auch erreichbar für den Kunden und tun, was wir können. Ja, du bist auch mittendrin. Also viele sehen ich auch. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dass ihr so erreichbar seid bei 70 Leuten. Aber die Caravan-Branche verlangt das auch so ein bisschen. Ich glaube, so dieses Konzept mit Multimarkenhändler und Holding und wie das im Automobilhandel ist, das hat sich bei Caravans überhaupt nicht durchgesetzt. Warum nicht eigentlich? Warum gibt es nicht einen Händler, der 20 Filialen hat und das alles aufgekauft hat? Das geht in der Praxis nicht, oder? Also es gab dann tatsächlich sowas schon mal, diesen Versuch, aber der ist gescheitert. Ich denke wirklich, dass so die Geschäfte, die wir hier betreiben, dass das sehr personenabhängig ist auch und dass man den persönlichen Kontakt eben auch mitpflegt. Und dass man eben hier mit Herzblut dabei ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig bei mehreren Filialen, dass man dann überall anwesend ist. Ich glaube auch, die Qualität zu halten, weil das ist ja nicht nur so, dass ich jetzt einen Dienst nach Vorschrift hier mache, nach Checkheftpflegung, sondern jedes Auto ist anders. Vielleicht hat der ein oder andere was nachgerüstet von einem anderen Händler. Du musst unglaublich viel wissen und da die Qualität in allem zu halten, das ist schwierig, oder? Es ist tatsächlich eine Herausforderung, weil diese Branche hier so komplex ist und auch sehr schnelllebig in den letzten Jahren. Das muss man auch sagen. Du berichtest ja sehr viel über alle möglichen Neuerungen und wenn du die nicht mitgehst, dann bist du eben hinterher. Mhm. Und ich bin der Meinung, das ist alles Sache des Herzblutes. Auch wenn du selber mit dem Wohnmobil nicht wegfährst, finde ich es sehr, sehr schwer, das Ganze zu beurteilen, die Urlaubsformen. Was ich ganz krass finde, ist wirklich dieses Raumgefühl auf 2,50 Meter. Also ihr müsst das wirklich live erleben, was der Unterschied ist zwischen 2,50 Meter und 2,40 Meter. Es sind 10 Zentimeter. Aber in der Praxis ist es, glaube ich, auch die Kombination aus Fahrzeughöhe, Raumbreite,
Die 10 cm, das ist eine Welt fast, oder? Vom Feeling her, oder? Ja, und auch von der Farbe her muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, du kannst ja ruhig ehrlich sein. Ich finde auch die Farbe, ich glaube, ich hätte die auch gewählt. Das passt super zusammen mit der Holzart. Ist wie bei Porsche. Ja. Also ich drehe ja viel für Porsche hier in Saarbrücken und die haben da Farben stehen, die wird es im Katalog nicht kaufen. Aber wenn die so in der Zusammenstellung... Ist einfach, es muss so sein, ja? Von den Applikationen her, wie es miteinander passt. Ganz toll, ja. Boah, es ist voll am Regnen. Das ist, hatten wir jetzt ganz lange nicht. Wir hatten nur so schönes Wetter. Auch die Bettbreite, wir haben etwa 2,20 Meter, 2,30 Meter Bettbreite. Ich kann ja mal hochgehen, ich bin ja... Genau, zieh mal Schuhe aus, dann leg's mal drauf. Du bist mein lebendes Metermaß. Und mal gucken. Auch noch eine Leiter dazu. Aber ich denke, wir kriegen das auch so hin. Bin ich mal gespannt, ob du es so hinkriegst. Oh ja, du bist ja. Gut, ne? Du bist schon 40? Nee. Nee, 35 werde ich jetzt. Ne? 35. Mach mal an, wenn du 40 bist. Dann. Ich will die Leiter weg. Also das ist schon ein großes Bett, das hier. Wenn ich einfach mal so... Wenn ich bin 1,80 Meter mal mit den Füßen runterlege, Füßen runter. Sieht man ja, glaube ich, nach hinten, wie viel Platz eigentlich noch zum Kopf ist. Also es sieht aus, als wenn ich 1,60 Meter wäre, weil das Bett einfach so groß ist. So, und jetzt mal längs, wenn ich einfach mal längs hinlege. Mich würde mal interessieren, ob man drei erwachsene Personen nebeneinander hinbekäme. Ich glaube nicht, nee, aber drei Kinder? Drei Kids locker, oder? Glaub, wenn die so 1,60 Meter haben, sollte das kein Problem sein. Ah, oh, es geht auch, es würde auch gehen, oder? Obwohl, das wird ein bisschen eng. Das ist 1,80 Meter das Bett, ne? 1,80 Meter, also Länge. Also 1,80 Meter mal 2,20 Meter ungefähr. Ja. Boah, ein Riesending. Mhm. Mhm. Preis... Habe ich Löcher in den Strümpfen? Nee, Strümpfe sind okay. Ich war vor kurzem wieder in Saar Louis im Decathlon und habe mir, ich glaube, 50 Paar Strümpfe gekauft. Sehr gut. Ja, das mache ich so einmal im Jahr. Weil die wenn du die oft wäschst, dann gehen ja die Gummis, die werden härter. Ja. Das kennst du? Ja. Sag ja, okay. Natürlich. So, ich muss gerade mal zusammenfassen. Das Leder ist echt. So, und das ist ein die Farbe von dem Leder, was ist es hier, so Kaffeeton? Mokka? Kaffee, ja. Kaffee, so würde ich es. Kaffee ist es. Das ist ein Multifunktionstisch, der kann ein bisschen was, gell? Der kann glaube ich. Ein bisschen was, ja. Nee, bei Morillo ist glaube ich ziehen. Ja. Bei Concorde war drücken, glaube ich, eben. Genau, bei dem ist eine Feder noch drin, ja. Okay, kannst ziehen. Absenkbar ist er nicht, gell? Nee. Absenkbar ist er nicht. Den würde es aber geben. Es ist ein Ilse-Tisch, das hier. Habe ich schon gesehen bei Phoenix als absenkbaren Tisch, wenn es wirklich notwendig wäre. Ob man das braucht. Also wenn er klein ist, ist das für zwei Personen, hat man mehr Platz zum Durchgehen. Dann kann man hier schön Fernsehen gucken. Man kann sich lang machen, das finde ich auch cool, weil der Fernseher ist hier in der Ecke. Aber... Viele sagen auch, sie gucken gar nicht mehr so viel Fernsehen. Was wir jetzt? Ja, viele am Tablet eben am Schoß und streamen irgendwas. Ja. Also was wir jetzt kriegen, ist eine Sensation. Wir werden ein Video machen über einen Laserbeamer, der sich vollautomatisch ausrichtet, kaum Strom verbraucht, nur 70 Watt. Mhm. Also der, also zwischen 30 und ich glaube 70 Watt. Du stellst ihn auf den Tisch, hat einen Akku, hat ein Bose, also ein Soundsystem mit drin. Und er findet automatisch die Leinwand. Ich habe es auf Mira Lago schon mal gesehen, durch eine Leinerscheibe, wo dann jemand hier inmitten vom Raum eine riesengroße Leinwand dann eben hat. Und das spielt auch keine Rolle. Du kannst eine kleine Leinwand holen, der findet die Leinwand, der geht hier raus und bin mal sehr gespannt. Also es ist eine Firma von Anker, glaube ich. Hier vorne ist noch ein Radio mit drin, genau. Das heißt, das kann ich dann benutzen. Genau. Geht hier vorne drauf. Mach mal auf, bitte. Ja. Also die Raumhöhe ist schon krass. Also die Stehhöhe hier schätze ich mal 2,20 Meter ungefähr. Ja, 2,20 Meter haben wir hier. Boah, jetzt wolltest du aber wissen hier, 28,5 Grad. Heizung funktioniert. Ja. Ich habe dir eine Mail geschickt heute Morgen, was stand drin? Habe ich nicht gelesen. Mach die Kisten warm, habe ich gesagt, ja. Wirklich? Ja, habe ich geschrieben. Ach, du weißt doch, dass ich an sowas denke, oder? So, und das heißt also hier, Morillo-like, da ist eine Oyster drin, eine Seitanlage ist verbaut, Teleco. Das heißt... DVB-T. Ja. Du kannst also zwei Fernseher damit betreiben. Dann hast du hier das CBE-Bedienpanel. Ja, relativ unspannend. Ne? So, und das hier ist der Wechselrichter, nehme ich an. Hier ist noch ein Wechselrichterschalter, ja. Cool, also alles reduziert, funktionell. Der große Kühlschrank, der AES von Dometic. Decktower. Mit übrigens Ober- und Unterhitze. Backofen ist oben drin.
Liebe Leute, warum habt ihr diesen Kühlschrank eingestellt? Ich glaube, den gibt's wieder. Der ist wieder erhältlich. Ein AES-Kühlschrank, der mit einer großen Breite. Mach mal auf, bitte. Dass wir einfach mal sehen. Der geht zwar nur von einer Seite auf, aber er ist breiter. Und die Breite, das kannst du nicht ersetzen durch den neuen. Also der neue ist wunderbar, aber er ist nicht ganz so groß. Ja, ich weiß, du beklagst dich jedes Mal drüber. Der neue hat natürlich Vorteil von der Öffnung links und rechts. Das brauche ich nicht. Also dafür. Wenige Grundrisse, wo es Sinn macht, ja. Gut, also ich schimpf so viel, aber ich habe die Autos ja immer nur ein halbes Jahr. Also die meisten sind zufrieden mit dem neuen. Also ich bin ja wahrscheinlich der Einzige, der klagt. Dann hast du hier ein. Ah, das ist interessant. Ich habe jetzt die Küche auch mit einer Schublade, mit einer Tür drin. Du hast auch mit einer Tür, ja. Also natürlich prädestiniert für eine Spülmaschine einzubauen, aber. Klar, eine Schublade hat schon Vorteile, aber es kommt auf an, was du reinmachst. Ja, aber der Vorteil ist, es war gar nicht so schlimm und die Tür öffne ich auch nicht so groß. Ich mache da immer Euroboxen rein. Okay. Also das war der Hintergrund. Da ist noch ein Mülleimer mit drin. Warte, Stefan. Mal kurz zu dir. Dann jede Menge Schubladen. Und, oh je, viele Schubladen. So, die Klimaanlage. Da vorne sind die Fernsteuerung nochmal drin für die beiden Fernseher und Klimaanlage. Dann hast du Mineralstoff. Küchenarbeitsplatte hier mit drin. Du hast die Option für den Kaffeeautomaten wurde gewählt. Den habe ich nämlich vergessen bei meinem Loftliner. Und jetzt hast du sie auf deiner Theke stehen, oder? Die steht hier unten. Also das tut der Sache keinen Abbruch. Ich habe die einfach festgeklettet an der Seite. Mhm. Sie kann nicht umfallen und die werde ich auch mitverkaufen jetzt, wenn er weggeht. Also wenn ihr noch einen Liner braucht, einen Loftliner, nee, meldet euch nicht. Ihr werdet dann, das Dreiflammen-Kochfeld ist mit dabei. Zwei verschiedene und die benutze ich übrigens auch immer zum Abtropfen. Ja. Also habe ich die, du auch, oder? Ja. Da ist mein Spüli drin. Ich muss aber fairerweise sagen, ich stelle meistens, bevor ich die Sachen in die Spülmaschine einräume, jetzt sag mal nach dem Frühstück. Drecksack, du hast schon wieder gesagt, weil du hast nämlich eine Spülmaschine, du sagst, Spülmaschine ist sehr gut. Was baut ihr üblicherweise ein bei euch? Also ich nutze jetzt momentan eine Klarsteinspülmaschine, einfach mal zu testen. Das ist eine Spülmaschine, die ist im Wert etwa um 400 Euro. Ist sie gut? Super. Spitzenmäßig. Und die geht aber nicht während der Fahrt, oder? Die Klarstein. Ich habe es auch während der Fahrt schon laufen gelassen, ja. Und lief nichts raus? Nein. Also die Klarstein, die fast vier Gedecke, glaube ich. Da geht einiges rein. Gibt es zwei Varianten, genau. Die großen Teller auch? Ja, ich habe alles reingemacht, mit Weingläser, mit allem, was man eben reinmacht. Und ansonsten bauen wir oft Fischer-Paykel eben auch ein für die Schubladenlösung, wenn jemand eine Schublade hat, sodass das dann eben gar nicht so aussieht wie eine Spülmaschine. Also der einzige Nachteil von der Fischer-Paykel, wenn du die nicht verriegelst und die geht dann auf, dann geht sie gar nicht kaputt. Mhm. Und die geht dann mit richtiger Wucht, geht die dann auf. Und es ist immer der Tag, wo du mal eine Tür vergisst, nicht zuzumachen. Kennst du das? Aber wir haben auch schon oft die Doppelschublade eingebaut von Fischer-Paykel, wenn jemand einen großen Liner hat, Platz hat und. Die doppelte übereinander. Haben wir auch schon. So, und das ist übrigens. Du weißt, warum das so gebaut wurde, die doppelte? Damit man zwei verschiedene Schubladen hat zum Reinmachen. Warum nee. Sonst? Nee, da kommst du nicht drauf. Erzähl's. Also, das funktioniert so. Das System von Fischer und Paykel ist so, du hast eine Schublade, die ist ungefähr wie diese Schublade. Also, du hast eine Schublade, das stellst du rein. Also, guckt euch mal Fischer und Paykel an, kommt aus Neuseeland und ist gedacht für kleine Apartments. Mhm. Und du brauchst keinen Schrank mehr, sondern du räumst die dreckige, also das, was du dreckig machst, in die eine Schublade und das, was du sauber machst, holst du das Geschirr aus der sauberen raus. So steht es auch auf der Webseite drauf, aber ich dachte, du hättest jetzt noch so einen Wow-Effekt da. Nee, das ist so. Aber tatsächlich, auf der Webseite steht die Beschreibung auch so. Das heißt, du holst dir das saubere Geschirr einfach aus dem Schrank raus und räumst es in den anderen Schrank, dann machst du ihn an und dann du sagst, was auch drauf steht, ist, du kannst in dem einen was machen, was stark verschmutzt ist, in dem anderen leicht verschmutzt, so geht es auch. Mhm. Hast du echt zweimal schon eingebaut? Ja. Boah, cool. Gut, ihr habt 70 Leute, drei Meister, habt eine riesige Werkstatt. Nichts, was nicht geht, muss man sagen. Also viele Dinge, die ihr habt. Bitte mal öffnen, Kleiderschrank. Das ist ja interessant. Guck mal hier. Der hat einen Halter für Kleidung außen drauf gemacht auf den Kleiderschrank. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da unten ist uns die Bordmappe drin. Du hast ja vorne keine Garderobenmöglichkeit durch den Fernseher. Ne? Aber dadurch, dass er zwei Kleiderschränke hat, stürzt auch nicht, wenn es hier ist. So, und dann noch ein Kleiderschrank. Aber der Original Morelo Kleiderschrankhalter. Ne? Wie lang ist das Auto nochmal? 9,50 Meter. 9,50. Also 12 Tonnen, oder? 10 Tonnen. 10 Tonnen. So, dann ein Queensbett mit drin. Das bin ich schwer am Hader mit mir, ob ich mir nicht das nächste Mal ein Queensbett hole. Weil der Zugang ist mehr wie zu Hause. Ja, also ich
persönlich beobachte, dass es immer mehr Leute gibt, die Queens-Betten, weil du hast ja hier ein riesengroßes Bett eben drin. Bei einem normalen Wohnmobil 2,30 Meter Breite, wenn du 1,40 Meter Queens-Bett hast, dann gibt es schon Argumente dagegen beim Sommer, wenn es zu heiß ist. Aber so... Also es gibt ein Argument, du hast hier Ablageflächen, weil ich habe bei mir nämlich immer einen Trick übrigens, für den mich viele schon gelobt haben, ist, ich nehme immer diese Ablage hier, wenn du die mal gerade nimmst, die hier, genau, die mal gerade nimmst in die Hand. Frühstückst auf dem Bett damit. Genau, und ich stelle dann immer mein Zeug, was ich habe, das lege ich dann hier drauf, wenn du es mal drauflegst, und dann kann man das wunderbar benutzen, um da Gläser und so weiter abzustellen. Bitte kein Rotwein oder so, aber hier haben wir mal Gläser drauf, die dann auch sicher stehen. Und das brauchst du hier natürlich nicht, weil du auf der Seite die Ablagen hast. Wie süß, huh? Also, das könnte man so machen, muss man nicht. Sag mal, was liegt da unten eigentlich, Stefan? Das ist eine gute Frage. Ich suche gerade die Lösung. Er sucht die Lösung. Da sind nämlich hier vorne noch zwei Bretter. Jetzt hast du so viel Liner hier drin. Das ist manchmal selber nicht was. Es kann ja fast nur eine Lösung geben. Mhm. Und das wäre die, dass wenn du einen großen Tisch brauchst, wir haben ja schon ausgezogen den Tisch, wir den hier einhängen. Gucken, wie das da. Warte, ich gehe mal hier zur Seite, dass ich mal... Eine Ahnung habe ich schon. Eine Ahnung hast du schon. Aber wie es dran hält, weiß ich noch nicht. So, das ist der Stefan übrigens, Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt, der eine Ahnung hat, was es sein könnte. Weißt du, was ich geglaubt habe? Das hier wäre so eine Zwischenlösung. Jetzt kannst du den Tisch wahrscheinlich beischieben. Wahrscheinlich, wenn der lang ist, wenn er schon lang gemacht ist. Trotzdem erstmal halten, ne? Mhm. Oder er wird auf Druck halten, dass ich jetzt aber... Also irgendwo... Und jetzt? Ich weiß es nicht, Sven. Dafür sind wir zusammen hier, ne? Mhm. Also zumindest... Werden sich jetzt ein paar Leute totlachen, was wir gerade machen? Glaube ich nicht. Nein, weil die genau wissen, wie es funktioniert, aber bloß wir nicht. Der Vorbesitzer weiß es, ja. Aber ist da irgendwas zum Ausziehen? Guck mal, da vorne muss da eine kleine Platte noch sein. Da muss nämlich was sein. Und zwar... Mhm. Machen wir mal eine Lose erstmal. 10 Years Later. Was, und das kennst du aus den YouTube-Videos. Mein Sohn guckt ja immer. Was guckt der? 20 Years Later. Oder das Zirpengeräusch, weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Geräusch, wenn irgendwas ewig dauert und keiner warten will. Dann kommt so ein zirpende Grillen. So, die Tür wird geöffnet. Wir werden enttarnt. Und? So. Hallo. Hallo. Was? Sie wollen ins Fernsehen, nehme ich an. Nee, ich wollte mir das nur mal angucken. So. Wir sind gleich fertig mit Filmen, dann können Sie rein. Also, hast gefunden. Rätsel gelöst. Also das wird da eingehangen. Und dann? Und jetzt gehen wir ein bisschen näher ran und haben da einen großen Tisch. Und das hält so? Ja, natürlich. Das ist jetzt nicht, um sich drauf zu stellen, nehme ich Nein. an, oder? Das ist jetzt einfach nur, wenn du gegenüber sitzt, ein großes Essen und du brauchst ein bisschen was zum Abstellen. Den Tisch müssen wir dann dem und arretieren, dass er nicht mehr verrutscht. Und dann hält das Ganze. Du kannst ja unten drunter filmen. Und dann siehst du auch, warum. Warte, ich komme mal. Ich guck mal, warum das hält. Selbst wenn ich ihn wegziehe, das ist ein Bügel, der greift dann. Jetzt muss ich mich hier noch hin mit meinem Alter. Runter. Also das ist ein. Ach, da vorne ist ein Bügel. Den hast du rausgezogen, oder wie? Genau, der Bügel, der war eingedreht. So wie so ein Vorreiberbügel. Und den kann ich wieder eindrehen und dann sieht man nimmer. Boah, lieber. Hättest du mir jetzt nicht zugetraut, ne? Nee, es gibt ja Tüftler bei Morillo, die sowas erfunden haben. Hat sich wohl offenbar nicht durchgesetzt, sonst hätte ich es öfter schon mal gesehen. Aber es funktioniert. Ja. Wenn du es mal ganz leicht runterdrückst, ich will mal sehen, ob es denn kollabiert oder ob... Das hier kollabiert? Das geht, nee. Okay, der Beweis. Ich kann da noch strammer drehen, den Bügel, ne? Achso, kannst du strammer drehen. Der hat hier noch eine Flügelschraube. So, jetzt ist es fester. Strammer. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel Rommi spielen. Und sich ärgern, ja. Du spielst Rommi? Ich habe früher mit der Mama Rommi gespielt. Und was ich heute noch spiele, ist hier und da Mau Mau. Aber ich gewinne immer. Ne? Ich kann nicht verlieren bei Mama. Komm, wir zeigen nochmal. Also, das haben wir jetzt gefunden, was es ist. Dann
hat man hier große Schlafzimmer mit Queensbett. Aber cool mit dem Tisch, oder? Finde die Lösung, finde ich interessant, wie viele Sachen bei Morello. Ja, super. Also sieht man, dass das sehr praxisnah ist. Derjenige, der das gemacht hat, der fährt auch im Wohnmobil weg. So, hier haben wir noch ein Hickey, das ein bisschen nass ist. Dann die Toilette getrennt diesmal. Separate Raum. Finde ich auch besser. Immer gerne genommen, ja. Weil das ist so eine Geschichte, auch egal wie lange man sich kennt, man möchte vielleicht nicht... Auge in Auge, ja. Das ist aber gut, wenn das Leute machen, sagen, wir kennen schon so lange, ich habe alles schon gesehen. Es gibt für alles Pro und Contra. Du kannst natürlich eben auch die zweite Schiebetür, könntest du auch zumachen. Aber es gibt Grundrisse im teilintegrierten Bereich, da bist du wirklich Auge im Auge dann, ne? Sehr schön. Also hier getrennt. Ja. Machen wir zu. Dann Schubladen. Was können die? Ja, was können die? Wäsche verbergen. Auto steht ein bisschen schief. Deswegen haben die jetzt so ein Soft-Close-Automatik-Funktion. Und, aber die Hufschlüsselanlage könnte das wahrscheinlich nicht mehr nivellieren, oder? Doch, haben wir hier schon gemacht an der Stelle. Da steht es wirklich abschüssig, aber es geht bei der Stelle hier. So, und zwei Kleiderschränke auf jeder Seite. Das finde ich einen Vorteil eben wiederum beim Queensbett, dass du die Möglichkeit hast, dass du hier aufrecht an den Schrank gehen kannst, ohne auf Knien dann an die Oberschränke zu gehen. Und Hängeschränke hat man nie genügend. Mhm. In den Ecken hast du auch noch was versteckt. Was ich bei Morello immer so cool finde, ist, es ist nicht immer so, weißt du, es ist sehr wohnlich. Ja. Es ist nicht so immer so diese super, ganz moderne Hotel, die Design-Hotel-Optik, sondern ein sehr wohnlicher Raum. Also das durchzieht, glaube ich, alle Morelos. Jetzt, den Slogan von der Firma. Willkommen zu Hause? Ja, das ist irgendwie von A bis Z so, ja. Gibt's auch auf Sahne nicht. Das heißt dann wie? Willkommen daheim. Daheim, ja. Ist wirklich ein Spruch hier im Saarland. Und das gleiche auf der anderen Seite. Steht dann auf der Autobahn sogar, oder? Steht auf der Autobahn, wenn du also hier ins Saarland kommst. Genau. So, dann große Tür mit Spiegel. Mal gucken, wie groß die ist. Bonjour, 16. Februar 2023. So jung werden wir nie wieder sein. Nie wieder. Nee. Und... die kann man schließen, dann hast du dein Waschbecken hier mit dabei. Das filmen wir mal von ein bisschen weiter weg, weil die Anordnung der Schränke, das hast du heute auch nicht mehr so. Ja, also heute, aber wenn du es nicht weißt... Körper, wegen Handtuch so gemacht, ja. Also viel Platz und ein großer Spiegelschrank mit dabei. Große Dusche. So, und die Stehhöhe haben wir schon gesagt, gute über 2 Meter. Über 2 Meter, ja. So, und dann, ja, da mal ist er. Dein Frühstücksbrettchen wieder mit. Boah, du machst Lust ja darüber. Ich finde das cool. Schreib mal in die Kommentare, ob das cool ist oder ob ich... Bitte abonniert den Kanal. Achso, bitte, ja, abonniert German Television. Könnt ihr auch mal machen. Drück auf die Taste und mach die Glocke an und so. Ansonsten nochmal zum Technischen. Wir haben viel Ausstattung. Zusammengefasst, schön wäre, wenn man noch einen Gastank hätte, wenn man braucht. Ansonsten sehr gute Ausstattung. Solar könnte auch noch ein bisschen mehr haben. Batterien eventuell noch erweitern oder auf Lithium. Wenn du mal kurz mal hinlegst auf den Tisch, dann film ich es mal ab. Dann können die Leute ein Schnappbild machen. Denn wir filmen ja jetzt in 4K mit neuerdings 50 Bildern pro Sekunde mit meiner neuen Sony FX. Was ist das hier? Was steht drauf? FX 30. Du bist uns der allererste, mit dem ich filme. Versuch's. Bessere Bildqualität, 50 Bilder pro Sekunde, 4K, Kinolook. Du siehst auf einmal aus wie Filmstars. Ja, du, ich habe eine rote Birne, weil es hier drin, glaube ich, 30 Grad sind. Ne? Ja, du hast aber so angemacht. 26,5. Komm, wir gehen raus. Okay. Da ist er, wenn ihr den haben möchtet. Heute ist der 16. Februar 2023. Dann könnt ihr den kaufen bei... Stefan Buhr, die Firma heißt Wohnwagenvogt und gibt es so oder so ähnlich schon seit über 60 Jahren. Damals wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Luxuslinern und so, sondern da sah die Welt noch ein bisschen anders aus, oder? Kannst du mal, vielleicht findest du mal noch ein Video, wo du was machen kannst. Du hast einen Hümer 900 mal gesehen? Ja. Das war früher dann Anfang der 70er Jahre das größte Fahrzeug, was hier verkauft wurde. Das ist auch seiner Zeit voraus gewesen. Mhm. Thomas D. hat ja so ein Fahrzeug und das war damals das größte Fahrzeug, was hier verkauft wurde. Dann, ja. So, also du glaubst also, dass meine Zielgruppe Thomas D. noch kennt. Okay.
Die Fantastischen Vier. Der ist so alt wie du, ne? Der alt wie ich, ja. So, und du hast dich mittlerweile, also du hast unglaublich viele Neufahrzeuge, hunderte von Autos, glaube ich, sind da. Aber du hast dich spezialisiert auf den Ankauf von Linern. Und das machen nicht so viele. Denn ich sag mal, viele haben da Bammel vor, viel Technik drin, muss servitiert werden, musst du auch können, musst du eine Werkstatt haben. Also du kannst ja nicht nur sagen, ich verkaufe das Zeug, sondern da ist ja schon mal was dran, da muss man es reparieren können und so. Könnt ihr das? Ja, muss man natürlich sagen, zum Glück ist relativ wenig dran an den Fahrzeugen. Diejenigen, die sowas kaufen, die pflegen ihre Fahrzeuge in der Regel auch und lassen eben auch ausstehende Reparaturen machen. Das muss man fairerweise eben auch sagen. Ansonsten sind wir genauso da, wenn was dran ist. Aber du musst natürlich, wenn du sowas verkaufst, ein bisschen selbst dafür brennen. Du musst selbst sowas auch mal fahren. Du musst überhaupt ja, die Leute überzeugen können mit dem Produkt. So, sollen wir den schwarzen machen da vorne? Also das machen wir gleich, ja? Machen wir gleich, ja. Das ist so, ich dränge schon die ganze Zeit, lass uns den schwarzen machen. Ja? Du hast gesagt, der muss frei stehen, der muss ordentlich sein. Ja. Gehen jetzt beide Markisen, habt ihr sie probiert? Ich hab so eine, das machen wir jetzt, ja. So, also nächstes Video wird der Concorde. Was ist das? Atego? Atego ist das hier, ja. Atego mit Heckantrieb, aber eben mit ganz ausgefallener Ausstattung, Sonderausstattung, Veredelungen, Spurverbreitung, gestepptes Leder, Folierung, Dachterrasse, zwei elektrische Markisen. SUV-Look so ein bisschen. Ja, richtig cool, ja. So, und das Ganze bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Die Telefonnummer hier ist 0681 992 880. Ein Werbevideo für den lieben Stefan Buhr und über 70 Mitarbeitern. Und das Ganze gibt es auch mit einem Jahr Garantie. Tschüss.